Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Shadow of the Tomb Raider. Ja, ich kann es nicht lassen. Ich habe es getan. Ich habe noch den Season Pass gekauft für das Spiel, weil ich geguckt habe, über 7 DLCs soll es geben, also Erweiterungen in dem ganzen Spiel. Und dazu zählt auch, ich glaube hier nichts weiter, die haben wir hier gesammelt, ganz normal, komischerweise. Der 6 Himmelsbogen. Aber Klamotten. Ich glaube, ich habe irgendwo Klamotten jetzt dazu bekommen. Ich bin mir aber nicht sicher, wo. Dazu muss ich mal gucken. Nee, was ist das? Wüstentanktop hier? Kann ich gar nicht auswählen, weil ich gerade im Lager bin. Was ist das? Geisterhaut? Okay, das ist normal. Lederjacke ist auch normal. Das sind die alten. Hier, Tunika des Fuchsbands. Was ist das hier? Gewährt Bonus-EP fürs Erlegen von Tieren und Konzentrationszeit halten länger. Sieht ganz nett aus. Ja, sieht schick aus. Aber ist jetzt nichts fürs Spiel. Ich wollte mir das bloß mal angucken, weil ich glaube, wir bleiben bei unserer altbewährten Klamotterie. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, okay. Ich glaube, es gab... Warte mal, was gab es denn da? Ach so, doch, es gab noch was. Moment. Das war einmal die Klamotterei. Und dann haben wir hier irgendwo... Wahrscheinlich habe ich den schon gesehen. Das ist der hier. Der Bogen des Fuchsbands. Keine Ahnung, was der genau macht. Der sieht ganz nett aus. Aber es sieht jetzt nicht so megamäßig der Überflieger aus. Ne? Oder ist das auch wieder so ein Ding? Ah, ich glaube, das performt wieder ultra vom Schaden. Wobei hier die Feuerrate. Guckt euch das mal an hier. Okay, der ist gemaxt. Guckt euch das mal an. Was ist das für ein Bogen, bitteschön? Der hier versus... Ich glaube, den habe ich jetzt... Habe ich den ausgewählt? So? Versus unseren Recurve-Bogen. Ne, welchen haben wir immer genommen hier? Atattel, der Puka-Bogen war das, ne? Ja, der hat zwar eine längere Haltezeit und einen kleinen Tick mehr Schaden, aber die Feuerrate, boah, ist ja Hammer. Nee. Doch, der war einen Ticken besser als der, genau. Also insofern, ist ja erstmal nicht schlecht. Man müsste jetzt gucken, was die Haltezeit macht. Ich nehme den mal mit. Aufgerüstet ist er ja. Nächste Geschichte. Wir haben zum aktuellen Stand, haben wir alle... irgendwie habe ich das Gefühl... Warte mal kurz, ich muss noch eine Sache schnell gucken. Kleiner Moment. Tut mir leid. Ich habe hier ein bisschen rum experimentiert. Was das hier bringt. Also definitiv. Wenn ich jetzt V-Sync ausmache, sieht es so aus. Aha. Das wirkt nicht so geschliert, so nachgezogen. Ich weiß nicht, ob man das gerade im Video gesehen hat. Ich hatte hier V-Sync halbierte Aktualisierungsrate. Pass mal auf. Und da wirkt das irgendwie so... Das wirkt nicht so schnell. Wisst ihr, was ich meine? Also, keine Ahnung. So, und aus ist super schnell und ein ist ja das, wie wir es kennen. Ich habe auch diesmal darauf geachtet, dass wir das exklusive Vollbild haben. So, ja. Guck mal, guck dir das an. Also definitiv. Okay, wir leben damit. Zweite Geschichte. Wir haben eigentlich nur noch die Hauptmission. Wir müssen mit Ezzy reden. Wir haben zwar noch nicht alle gefunden, mit ziemlicher Sicherheit, aber wir haben die Nebenmissionen gemacht. Wir haben die Gräber alle überall gemacht. Wir haben hier noch ein paar Sachen, die so offen sind. Dinge finden. Geheimnis der Weißen Königin. Achso, das ist abgeschlossen. Und ja... Ezzy, wo ist Ezzy? Der ist, glaube ich, oben, ne? Oder? Nee, da ist er. Und das nehmen wir auch noch mit. So. Nachdem sie mit Ezzy gesprochen haben, ist die schnelle Reise nicht mehr verwendbar, bis die Story-Kampagne abgeschlossen ist. Sind sie bereit, sich Kukulkan zu stellen? Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Jawohl. Wie kommt ihr mit dem Plan voran, Ezzy? Es gibt verschiedene Optionen. Uchu... Kukulkans Armee folgt dem Sakbe zur großen Steinbrücke auf dem Weg zur Pyramide. Wenn wir direkt von vorne kommen,
könnten wir sie am besten abfangen. Aber das Risiko ist groß, dass sie uns überrennen. Wenn wir hier lang gehen, wäre das sicherer. Aber unser Timing müsste perfekt sein. Sonst gehen sie uns durch die Lappen. Geht nicht vielleicht beides? Wenn wir von vorn angreifen, gehe ich außen entlang und als Scharfschützin in Position. Dann kriegen wir sie dran. Keine Option ist risikofrei, aber ich finde, das ist die beste. Gut, dann auf deinen Befehl. Stell die Truppen auf. Wir gehen. Hook, der Chef hat gesprochen. Ich weiß gar nicht, was das für ein Plan, was man da jetzt sehen konnte. Also da ist die Karte, die wir sonst haben, natürlich ein bisschen genauer. Ui. Hier trennen wir uns. Du musst dort entlang. Lara? Ich möchte dir das hier geben. Es bringt Glück. Edsley, das kann ich nicht annehmen. Nach diesem Tag ist die Sonnenfinsternis nicht mehr unser Zeichen. Denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schatten. Danke. Pass auf dich auf, Jonah. Du auch, kleiner Vogel. Das ist gerade asynchron. Durch das Vor- und Zurück gerade in der Sequenz, wo er das Ding abgemacht hatte, da ist es kurzzeitig rückwärts gelaufen, wieder vorwärts. Okay, es gibt kein Zurück. So, wir müssen da unten lang. Wir können nirgendwo anders lang. Das ist gut, mehr oder weniger. Ich hoffe, keine Piranhas. Keine Piranhas. Alles, nur keine Piranhas. Also Piranhas, die kann ich überhaupt nicht ab. Brennt da unten Feuer? Oh ja. Lava. Oh. Ich glaube, man sollte hier recht gut vorbereitet sein, weil die Luftholstellen doch weiter auseinander sind. Was? Ich finde es allgemein wirklich sehr gut in Szene gesetzt. Vorsichtig, vorsichtig, Lara, vorsichtig. Daumen ist Licht. Hey. Okay, jetzt. Uiuiui. Wow, was ist das? Unglaublich. Jonah, ich hab's geschafft. Ich sehe die Brücke. Scheiße. Sie haben die Brücke gesprengt. Wir finden einen anderen Weg. Okay. Siehst du den roten Rauch? Ja. Ich werde es überprüfen. Unuratu hat gesagt, das Purpurfeuer sei ihr Schicksal. Okay. Aber beeil dich. Commander, hier ist Cardinal Two. Brücke ist ausgeschaltet. Gut, Teamleader mit den Fahrzeugen koordinieren. Cardinal Two, Sie sind Ihre Augen. Verstanden. Ach du Gott. Nicht vergessen, jede Strukturlücke ist ein potenzieller feindlicher Vektor. Hier ist Cardinal 8. Feinde in Sicht. Ändere Kurs auf 105. Komm. Mehr Helikopter. Boah, das sieht fett aus. Das sieht einfach nur fett aus. Jaxil, Trinity macht Jagd auf sie. Huch. Richtet Todeszonen ein und haltet den Feind vom Tempel fern. Komm hoch. Da.
Richtig so. Jede Strukturlücke ist ein potenzieller feindlicher Vektor. Wo muss ich denn lang? Die äußeren Zitadellen fallen. No. Fortschritt in allen Sektoren, aber wir haben große Verluste. Ich glaube da, alle das... Einheiten, weg von den Wänden. Bleibt bei den Kameraden. Überlappende Schussfelder. Ja, uiuiuiui. Die Quelle des Rauchs. Da komme ich hin. Okay. Irgendwas anderes in der Nähe? Nee. Oh, die Chefin ist da. Padme. Wenn das Purpurfeuer qualmt, suche deinen Spiegel. War das Unoratus Schicksal? Das ist Padme. Ihr seid das Purpurfeuer. Ich denke, dass wir zusammenarbeiten sollten im Kampf gegen Kukulkan. Nicht brüllen. Schafell. Was? Schafell? X-Chef? Warte mal, viel geraucht bei der tiefen Stimme. Keine Fingernägel. Lokol. Okay. Oh, sie sind nicht bei unsere Feinde. Königin der Verdammten. Schabe. Ischel. Schabe. Ja, Ischel. Baktik, ja. Oh Gott, die hätten wir niemals überlebt hier. Lecker, nur ein Auge. Oh, wir müssen klettern nach drüben, ich sehe es schon. Jungle, oh. Planänderung. Ich bringe Verstärkung. Was? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Na klar. Commander, sie ist Kontakt zu Croft. Sie ist bei den Yaxi. Siehst was? Lasst euch nicht ablenken. Schaltet sie aus. Wo hätte ich hingemusst? Ah, die Jonah, Mucke ist cool. Planänderung. Ich bringe Verstärkung. Was? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich auch. Commander, sie ist Kontakt zu Croft. Sie ist bei den Yaxi. Siehst was? Lasst euch nicht ablenken. Schaltet sie aus. Okay, gut.
Ja. Sie sind überall! Wir brauchen Verstärkung! Jetzt! Scheiße! Ah, Mist, man sieht es leider nicht. Man hört es nur, ne? Das ist schade, ist schade. Ich hätte die Action schon gerne gesehen. Hoher Rat in Position. Halten die Stellung. Wiederhole. Hoher Rat ist sicher. Hier ist Commander Rock. Der gesamte Hohe Rat ist hier, um unseren Sieg persönlich zu begleiten. Wir werden die Stellung um jeden Preis halten. Schade, ich kann da leider nicht hinschießen. Der ist so schön drin mit seinen roten Blättern hier. Schön. Ah, sehr gut macht er das. Wahnsinn. Jonah, wir haben es geschafft. Der Weg zum Tempel ist frei. Wir brechen auch durch. Sind fast da. Wo ist Dominguez? Er ist im Tempel. Wir sind nah dran. Genau, wo ist mein Lacker? Danke, Kukulkan, für dieses Geschenk der Erneuerung. Wir sind dafür bereit. Lass uns deine Macht empfangen. Seit wann hat der den Nasenring? Ist mir noch nie aufgefallen. Gehört zu dir? Das Ritual muss von mir abgeschlossen werden. Sie haben falsch gewählt. Völlig falsch! Nein! Es war schon immer ihr Recht. Her mit der Schatulle. Nein. Nein, niemals. Ich muss Paititi beschützen. Wir alle erschaffen unser Schicksal. Nicht nur du, sondern wir alle. Als Einheit. Eigensinnig bis zum Ende. Angriff! Ach, nee. Na toll. Hier ist Commander Rook. Alle verbleibenden Einheiten halten. Sie sind durch das Tor. Geh unter Beschuss. Alle Einheiten zu den Engstellen. Todeszug. Meine Herren, lasst den Feind nicht durch. Um jeden Preis aufhalten. Das Ritual ist fast abgeschlossen. Hier spricht Rook. Nach Abschluss des Rituals werdet ihr alle gerettet. Und wer alles gibt, wird auch belohnt. So. So, ich muss durchsuchen. Hier ist nichts. Wie, die haben nichts. Also, ich wollte schon sagen. Okay, die sind ja auf meiner Seite jetzt, ne? Leute. Ui. Ich treffe nicht.
Bam! Mist. Da war ein bisschen Explosion dabei. Ah, da oben war der Dings, hä? Du hältst uns nicht auf, Croft. Wir sind alle hier. Ja. Ich komme nicht durch. Das ist eine Todeszone. Ja. Glaubst du, Trinity, was auch ein Lied ist? Eine neue Welt kommt, wie du sie dir gar nicht vorstellen kannst. Ich weiß, du bist das alles leid. Okay, ach da. Okay, der ballert. Oh, der soll aufhören zu labern. Was? Hä? Okay, da ist einer verpackt gerade. Komm, nimm auf hier. Er nimmt mich auf. Sie nimmt mich auf. Paladin One, ich bin umzingelt. Keine Munition mehr. Nein, bitte, nein. Jawohl. Jawohl. Sehr gut. Aber warum konnte ich das nicht aufnehmen? Das Schlimmste ist, warte mal, ich brauche Munition. Oder? Ich glaube, jetzt ist gerade noch ein bisschen Ruhe. Ich glaube, wir machen ein kleines Folgenpäuschen. Ich weiß, es kann schlimm, mitten im Angriff und so. Aber... ich glaube, es passt gerade ganz gut. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dahin, euer Firefox.